Logbuch, Captain Kirk Beard an Bord der, des Erkundungsschiffs Enterforge. Eintrag Nummer 8. Unser Forcer, der Forcer unseres Außenteams, ist in eine Anomaliezone geraten. Der Kontakt zu ihm ist ziemlich schlecht, weswegen wir ihm noch mit dem letzten Funkspruch geraten haben, sich sehr vorsichtig zu bewegen und auf seinen Bart aufzupassen. Wir hoffen das Beste für die Jungs da draußen, während wir hier selber mit einigen Reaktorenlecks zu kämpfen haben. Die Reparatur und das Zusammenführen des Außenteams werden wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Jo, und damit sind wir auch wieder. Cross the force field of the anomaly, having set the beacons on parts of the starship. Okay, er schießt sich genau in die andere Richtung, als er sollte. Haben wir hier einen neuen Eintrag? Dwarfs? Nein. Whistlers? Nein. Hints? Hatten wir schon. Spellogist, Stalagmit Forest und Swamp ist voll. Gems fehlen noch 3 Stück. Bestiarium fehlen noch 2 Swamp Creatures. Mhm. Und die Hints eben. Das Reverse-Spielchen hier ist ganz lustig, aber... Jetzt hänge ich irgendwo fest. Gravity, quickly, deceleration in anomaly field, salvo. Also ja, ich nehme an, mit W können wir anhalten. Ja. Okay. Gut. Aktivieren wir mal die Aufklärung. 10 Energie. Und ja, damit können wir uns schnell fortbewegen. Indem wir einfach mit der Pumpgun rumballern. Oh, da ist wahrscheinlich unsere erste Anomalie. Oh, und die Spucker, die spucken auch. Hier draußen, das ist garstig. Tot. Lautler. Okay, wir müssen einfach nur volle Kanne in sie reincrashen, dann sind sie tot. Das heißt, wir stabilisieren. So. Quick Save. Und crashen voll in ihn rein. Gut, das wird eine Anomalie sein. Mhm. Da ist der nächste Punkt. Da wäre ein Aufrüstungsding. Das können wir auch gleich nutzen. Obwohl ich gerade nicht drauf geachtet habe, ob das reinquetschen. Doch, das macht nicht wenig Schaden. Na, es macht ein bisschen Schaden. So, ich würde gerne meinen Spacesuit reparieren. Ja, genau hier. Jedenfalls mit den 23 Energie, die ich noch habe. Und mich bitte in die andere Richtung bewegen, weg von der Anomalie.
Sag bloß, das Herumgleiten macht mir Schaden oder ist da irgendwo eine Anomalie, die ich nicht sehe? Zero Gravity Field, neue Artikel Games, okay. Zero Gravity Field. Equipment for Zero Gravity Field. Eine Gravitation in der Welt wird hervorgerufen durch präzise Balancierung, durch präzises Gleichgewicht der Gravitationssterne. Sie sind immer in einem gewissen Abstand voneinander platziert und formen ein Netzwerk. Aber Anomalien erzeugen ein Nullgravitationsfeld und verdrehen die natürliche Ordnung der Dinge. Achso, die Anomalien können nicht übersehen werden. Große Felsen. Fliegen wie Splitter aus Staub. Wasser schwirrt in die Luft und nimmt bizarre Formen an. Diese Zonen haben klare Grenzen. Das Gebiet ihres Einflusses endet so abrupt, wie es startet. Und die Grenzen können nur durch die Objekte definiert werden, die in der Luft hängen. Gemologie. Starparasit. Parasiten schauen wie Sterne aus, aber sie sind es nicht. Sobald die Nachdem die Forschung so eine Spezies in die, so ein Objekt in die Hände gekriegt hat, haben sie entdeckt, dass es sich um eine gigantische kristalline Kolonie aus Bakterien und Pilzen handelt. Sie ernähren sich von der Energie großer Sterne und können lokal ihren Einfluss durcheinander bringen. Der typischste Typ, also der am meisten vorkommende Typ, sind die Gravitationsparasiten. Sie hängen unter dem Dach einer Höhle, oder der Decke einer Höhle, besser gesagt, und wachsen langsam. Und speichern Energie, bis sie gestört werden. Wenn du die Kruste eines solchen Parasiten beschädigst, erschafft die Explosion der Energie eine Gravitationsdistorsion. Ah ja. Gut, ich will aber jetzt weiter in die Richtung, bitte. So. Wieder 10 Dinger. Ich weiß halt nie genau, was mir Schaden macht. Da hinten ist zum Beispiel noch ein Zwergenkristall. Und flutsch. Okay. Gut. Nein. Hier will ich hin. Dankeschön. Und ja, ich glaube, ich muss die Hülle zerbrechen lassen. Ah, falsche Richtung. Oh, da ist sogar noch eine neue Hülle, die ich übersehen habe. Okay.
So, danke dafür. So, erstmal aufladen. Das heißt, ich kann die Energie ruhig verschwenden. Also die Hülle kaputt gehen lassen. Ja, die beiden Artikel, die hatte ich bereits. Bellogie, Gemologie. Jo. Hm. Also. So. Es ist halt die Frage, da ist so ein Zero-Gravity-Ding. Also da sollte ich mich nicht direkt durchschießen. Ich kann mich auf jeden Fall in die Richtung schießen. So. Das da entdecken, da bin ich zu weit weg. Ich glaube, bei dir hackt's da hinten. So. Würdest du dich jetzt bitte entdecken? Ja. Zero Gravity Field. Wormhole. Ruhe und der Serenity. War das Wahnsinn? Von... Und die Verwirrtheit, sag ich mal, von... Null Gravitation. Deceptive. Das weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Anomalien haben immer Punkte, wo der Raum in einen Punkt zusammenschrumpft. Ein Wurmloch. Keine Art von Leben kann in so einem Ort überleben. Das Wurmloch zerstört jede Art von Materie, die den Zwergen bekannt ist. Wissenschaftler können nicht feststellen, was mit der zusammengeschrumpften Materie oder zusammengequetschten Materie passiert. Weil sie keinen Weg wissen, sie zurückzuerhalten. Das Wurmloch ist einfach zu erkennen durch seine starke Zerstreuung des Raumes um ihn herum. Ah ja. Also ja, wenn wir da durch wollen, müssen wir vorsichtig sein. Am besten schießen wir uns hier durch. Und prallen ab. Okay, da war ein Felsbrocken im Weg. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ach so, wenn ich mich zu schnell bewege, nehme ich Schaden. Okay. Gut zu wissen. Ja. Was? Ich habe bis jetzt nur drei von den Dingern aufgedeckt. So, töte die beiden. Und dann näher dich ganz vorsichtig dem Stein. So. Wow. Nicht euer Ernst. Ich weiß halt wirklich nicht, was mir hier Schaden macht. Außer der Spucker, gegen den ich gerade wieder geflogen bin. Ach, Acid, das macht mir Schaden.
Okay, gut zu wissen. Also Spucker doch nicht berühren. Schlechte Idee, Spucker zu berühren. Aber abballern kann ich sie halt auch nicht. Ah, falsche Richtung. Und tot. Ja. Okay, das hier. Ah, doch, ich kann sie abknallen. Na, ich kann sie nur wegstoßen. Autsch. Und da ist es wieder passiert. Okay, ich stoß die einfach in Zukunft weg. Ist ja auch kein Problem. Irgendwie wird das schon gehen. Oder ich gehe ganz vorsichtig in sie rein, dann... Ja. Nein, ich will nicht in die Richtung, ich will in die andere Richtung. Danke. So kann ich zum Beispiel die beiden in die Anomalie reinschießen. So. Wow. Au. Okay, wenn ich was mit Highspeed ramme, ist das auch nicht so gut. Oder wenn mich was mit Highspeed rammt. Au. Na. Und wieder tot. Okay. Ja. Logbuch, Captain Kirk wird Eintrag Nummer 8, Abschluss. Wir empfangen ziemlich zerkratzte Funksignale von unserem Außenteam. Von dem Mitglied unseres Außenteams, was sich zurzeit in dem Gebiet der Anomalie befindet. Das Einzige, was wir herausführen konnten, ist, dass es sich um eine Antigravitationsanomalie handelt. Wir hoffen, dass er weiter vorsichtig ist und vorankommt. Kirkbeard, Ende.